Was machen wir jetzt? Irgendjemand sticht seine Alten die Augen aus, wir spielen blinde Kuh. Gibt bestimmt genug, die sagen, hier, ach nee, Entschuldigung. Ich frage mich ja, warum Frauen sich eigentlich schön machen, ja? Warum machen sich Frauen schön? Habt ihr mal so Wichspuppen gesehen? Ich habe ja mal gedacht, ich hätte eine Hexe gefickt. Ich war total besoffen. Und ich hatte halt, der Trend ging zur Zweitfrau. Und ich habe die dann, ich hatte die von morgens dann noch liegen lassen. Und ja, wenn Sie welche sehen mit weißen Augen, kaufen Sie die nicht, die sind voll. Also ich habe, ich war total betrunken. Und dann habe ich mich auf diese Wichspuppe geschmissen und dann ist sie geplatzt. Weißt du, wie zum Fernsehen, ich denke, ich habe eine Hexe gefickt. Ich bin ja so ein, kennen Sie die schwule Version von Harry Potter? Harry Pöter, das ist total toll. Das ist super, das ist total spannend. Da sitzen die Zauberlehrlinge senkrecht auf dem Besen beim Quidditch-Spielen. Da ist vor allem die Landung immer sehr spannend. Ne? Wenn da der Besen verschwunden ist, habe ich einen Fachmann für Tiefbau. Das ist ja wirklich, der kann dann runter. Kannst du bitte meinen Besen da rausnehmen? Echt, aber meine Damen, ihr braucht euch nicht schön machen, wenn ihr einfach wissen wollt, wie der Mann guckt, dass er eine Wichspuppe haben. Da geht ihr einfach morgens ungewaschen fern der Heimat, schnell zum Frühstückstisch, morgen. Dann klopft der von unten gegen die Tischplatte, natürlich. Ja, man muss das Leben mit Humor sehen. Ich tue das immer, egal was sich verändert, egal was sich tut, ich sehe das Leben immer mit Humor. Auch wenn es schwierig ist, habe ich immer. Ich habe Praktikum gemacht in so einem Klamottenladen. Und da war so eine Tunte, die hat mich geärgert. Tunten, ey, wenn ich so Gabis höre. Haben wir hier Schwule? Sind hier Schwule hier? Da. Und das sind doch schon zwei da, oder nicht? Gucke ich doch genau drauf. Guck mal. Drei sogar. Drei Stück nebeneinander. Ihr wisst ja, was relativ ist, wenn drei Tunten hintereinander stehen, die in der Mitte steht. Relativ günstig. Echt? Und habt ihr auch eine Gabi daneben irgendwo? Schwule haben doch immer eine Gabi. Schwule haben immer eine Gabi. Natürlich. Das sind so Frauen, die schleppen Schwule mit sich rum. Die haben die immer dabei. Die reden so dummes Zeug. Die sagen so Sachen wie, ich gehe mit Schwulen gerne aus. Die Schwulen sind immer so nett. Die stehen auch immer wie Paola, als wenn sie auf Diät sind und gerade so ein Bonbon lutschen oder so. Schwulen sind immer so nett. Schwule sind nicht nett. Tunden werden nicht älter, die werden gehässiger. Wenn mir eine Schwuchtel sagt, du siehst gut aus, ziehe ich mich um. Ich war neulich mit der Schwuchtel auf Sylt. Die Insel der Reichen, Nackten und Schönen, das müssen sie unbedingt getrennt sehen. Die Reichen sind nicht nackt und die Nacken sind dann nie schön. Da gibt es Frauen, die musst du im Sande drehen, damit du das Loch findest. Also es ist... Du an den Strand und panierst Frauen. Funktioniert aber auch nicht bei jeder. Ne? Gut, Tatsache ist, ich war da auf Sylt und da hat mir eine Möwe auf den Kopf geschissen und da habe ich zu diesem schwulen Kollegen gesagt, bring mir mal ein Tuch und dann sagt er, bis ich damit wieder da bin, ist die Möwe doch weg. Ich finde das... So reden Tunden. Du hast ja O-Beine, da kann doch eine Sau durchspringen. Ja, dann spring doch mal. Also so reden Tunden. Und die Gabis kommen und sagen, die Schwulen sind immer so nett. Die sagen auch, ich gehe gerne zu Schwulen. Das ist immer, da fühlt man sich auch so sicher. Wissen Sie, so als Frau. Ich gucke mir die dann an und denke, du bist überall sicher. Also.